Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Teil von Serbillions. Jawohl. Und ja, wir haben ja in den letzten Völkchen ein wenig gefailt und ich hoffe, das wird jetzt langsam mal wieder ein bisschen besser. Ich habe jetzt nochmal so heute Morgen beim Frühstücken, ihr seht, es ist erst 8:38 Uhr, ich habe ja eine Uhr in meinem Stream eingebaut. Ist ja so, dass das wir ja durchaus ein bisschen Erfahrung mittlerweile gemacht haben. Allerdings, ich spiele es ja blind und das auch aus Absicht in dem Sinne. Und habe es heute Morgen im Stream nochmal so ein bisschen während des Frühstückens gemacht. Aber es war ein bisschen kurz, das erste Play. Und ja, beim zweiten, dritten Mal hat es ja dann ein bisschen doch länger gedauert. Also wir haben dann doch ein bisschen durchgehalten und eine gute Base gebaut, so startmäßig. Aber was da an Horden kommt, also, wo kommen die denn auf einmal her? Ne? Also es ist ein bisschen kurios, also wie die kommen, was da kommt und warum überhaupt. Und ist halt random, glaube ich, ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir schnacken mal nicht zu lange, sondern wir hauen in die Tasten und werden mal die Welt retten, hoffe ich doch. Kann man das Spiel überhaupt gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Also, wir starten leicht. Was ist hier eigentlich? Ja, die Map. Ja, die anderen, ich weiß nicht, Karte gesperrt. Tralala, die gönnen wir noch gar nicht. Also, wir müssen erstmal die erste Karte spielen. Ich könnte auch die Texte lesen, das wäre ja mal von Vorteil, aber... Das Gelände ist sehr komplex, okay. Ich glaube, das Gelände ist sehr random, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder wir starten ständig an irgendeiner anderen Stelle. Kleine Ebene sehen, tralala, ja, ist ja normal. Ist sogar gut so, weil, ich trinke noch meinen Kaffee. Weil, so by the way. Und, dann wollen wir mal. Multiplikator 3%, also es sollte langsam werden, langsam laufen und so weiter. Und da beginnen wir in diesem schönen kleinen Teil. So, String 1. Vielleicht lasse ich ihn hier als Wache einfach mal so stehen und nehme nur den Bogenschützen mit. Oder besser gesagt, wir sollten erstmal bauen. Bauen, soweit es geht. So, 1, 2, 3. Das sollte erstmal reichen. Dann werden wir... Wow. Ich gehe krachen. Glaube, ich habe gerade einen kleinen Fail gemacht. Warte mal, abreißen. Okay, jetzt haben wir zwei davon. Ich glaube, ich habe zu viel gebaut. Weil das Problem ist, Nahrung, Dings. Okay, ich brauche mal ein Sägewerk oder so. Oh, Kackengräs. Warte mal, eins. Darf ich jetzt? Nein. Ah, cool. Ah, nee, Gold fehlt uns. Arbeiterenergie. Gold fehlt. Ach so. Gold fehlt uns zum Sägewerk. Das ist natürlich was anderes. Okay, ich verstehe. Es hat einfach am Gold gefehlt. Oh, ich bin so lang. Ja, die Jagdhütte vorne beim Fischerding. Also, das wird bestimmt super. Let's fail again. Bald ist wieder Sommer. So. Ich glaube, hier ist eine Fischerei nicht schlecht. Siehst du, jetzt können wir wieder Sägewerk bauen. Das relativ hier vorne hin. Warte mal, da 10. Da 10 ist eigentlich vollkommen egal, wo das Ding hinkommt. So, Hauptsache wir kriegen Holz. Und dann, toll. Jetzt eine Jagdhütte hier irgendwo hin. Schön in den Wald und dann, habe ich doch gerade alles relativ richtig gemacht. Dann bauen wir mal die Hütchen hier hin. Und jetzt können wir uns erkundigen. Oh. Guten Tag. Haben Sie zufällig schon mal Zombies gesehen? Was ist das?
Alter, der Vogel. Wow. So. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Dachte grad, ey, der Vogel greift an, ne, wisst ihr? Wow. Weil er so ins Bild geflattert kam, so. Ist ja der Wahnsinn. So, mal gucken. Hallo, auch Kinder da? Ich weiß nicht, ob die Maps irgendwie doch generiert werden. Oh, da hinten ist mal endlich was. Da ist mal endlich was. Bisschen Holz, bisschen Eisen und ein bisschen Zombies oder so. Ne? In der Richtung. Also hier können wir auch lang. Dann kommen wir wieder nach Hause. Ja, hier vorne sind ganz viele schöne Steine. Kann man übrigens mit jeder Ressource eigentlich machen, ne? Dieses schöne Lied. Was mir so viele Zombies gibt. Ja, ja, nee, was war das denn? Die mir ruhig spielen, ne? Weil Baum. Ach, Scheibengleister. Mami. Okay, wir sind ja mal weg. Ich wollte doch nur mal Hallo sagen. Okay, ich hoffe, die folgen uns nicht gleich. Weil da haben wir ein Problemchen, ne? Wenn wir uns folgen, denn. So, ein bisschen Strom in die Richtung, würde ich sagen. Und dann fällt uns Strom und Generator. Ich weiß noch nicht, ob wir den direkt brauchen. Ja, Steine könnte ich eigentlich da schon mal abbauen. Hier. Ah, das ist so blöde. Hier kann ich dann. So, da fehlen uns zwei Felder. So fehlen uns zwei Felder. Im Grunde müsste der hier irgendwie so rein, ne? Oder. Ne, da fehlen uns drei Felder. Egal wie wir es relativ machen, es fehlen uns zwei bis drei Felder. So. Das ist doof. Ja, dann würde ich sagen, Population ein bisschen hoch, ne? Die fallen ja immer so schön vom Himmel. Oh wow. Ja, langsam geht die Sonne auf. Das bedeutet, jetzt kriegen wir Tageslicht mit rein. Und deswegen bin ich teilweise von einer Seite überlichtet. Na gut, muss ich jetzt einen Vorhang zuziehen oder so. Das ist einfach so Licht. Das ist so in your face. So, bei der Kaserne können wir noch nicht. Was fehlt uns dazu? Steine. Was fehlt uns hier eigentlich? Holzsteine. Gold, was macht das überhaupt? Lagerhalle. Oh ja, eine Lagerhalle. Ups, warum nicht, ne? Also, kann man nehmen. Und Schreinerei. Die Schreinerei erlaubt die Entwicklung von komplexen Konstruktionen aus Holz. Das ist schön. Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Hier runter zum Steine und so. Da oben ist eigentlich auch toll, aber gucken wir mal. Ich sehe, was du nicht siehst. Weil hier vorne ist Holz am Rumliegen und Steine. Das ist schon mal super. Also steintechnisch, ne? Also. War. Mal gucken, wer schießt. Ich weiß gar nicht mit dem Multiplikator, ob das irgendwie. Also, wie der gerechnet wird. In dem Sinne. Also. Manche Spiele berechnen es einfach so, was da ist, mal x und dann generiert so viel. Und andere. Ich kann das gar nicht richtig zuziehen, weil da hängt noch so Gedöns da oben dran. Und andere, die, ja. Juhu! Die rechnen quasi das, was du umbringst, wird verdoppelt oder so. Ne? Also, da gibt es ja auch verschiedenste Rechenvorlagen. Wie und was und wann das berechnet wird. Und bauen wir hier noch so ein Ding hin. Dann könnten wir hier vorne ein bisschen zumachen. In der Hinsicht. Jetzt muss er doch erstmal vor sein. Ne? Ja, das ist richtig.
So, ich muss mal gucken. Also hier oben haben wir freies Gelände ohne Ende. Das ist nicht so prackelnd. Prickelprick. Ja, das Ding müssen wir auch noch machen. Warum kann ich das nicht? Fehlen uns irgendwie. Was fehlt uns? Arbeiter, okay, alles klar. Die sollten wir hinkriegen. Morgen! Eins im. Warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Warum muss da jetzt frei bleiben? Das ist wow. Oder ist das einfach nur, ich habe die Ressourcen nicht mehr, um das zu bauen? Das könnte natürlich auch sein. Ja, ich. Oh, Entschuldigung, und ich habe mich total verbrannt. Große Ballistik. Das nehmen wir doch hier. Große Ballistik. Definitiv. Ich glaube, Nahrung kriegen wir nachher relativ zügig und gut. Da brauchen wir das nicht so sehr. So, hier könnten wir eigentlich nochmal Holz hinbauen. Komme ich gar nicht hin, ne? Ja, super. Und warte mal, da nochmal ein Sägewerk. Sägewerk. Dann nochmal ein paar Steine. Ja, hier muss ich mal gucken, wie ich das relativ gut baue. Hier so in der Mitte wäre super, ne? Das ist doch ein Graus, ist das doch. Ich glaube, hier sieht es aus wie viel immer wieder. Na gut. So, jetzt müssten wir eigentlich mal langsam Richtung sowas hier bauen. Und zwar wollte ich das hier vorne ein bisschen zuknallern. So, in der Richtung hier ist ja der Wald und ein Torchen dazwischen. Ja, wenn das nicht schön aussieht, ne? Wow! Wow! Alter, ich bin ja gleich hier so richtig. Guck mal, der Snoopy, der löst sich langsam auf, weil die Sonne scheint. Ja, dann würde ich sagen, entweder ich mache die Cam komplett aus oder ich mache mal das Licht aus. Warte mal, wenn ich das jetzt hier. Ja, Tageslicht ist an sich eine schöne Sache, aber. Wow. Ja. Moment mal, ich guck mal, ob ich die Cam ein bisschen runterdrängen kann. So, warte mal. Config, tralala. Dann mache ich mal die Beleuchtung ein bisschen runter hier. Ja, das sieht doch schon wesentlich super aus. Weil, ja, das ist doch schon viel, viel besser jetzt wieder. So, ja. Muss ja auch mal sein, aber. Ja, ich kann ja die ganze Zeit oben auf die Cam gucken, ob da alles in Ordnung ist. Das wäre ein bisschen viel, was ich hier gucken muss. So, warte mal, ich weiß gar nicht, was kannst du hier eigentlich, ob die soldiert. Zack, zwei dahin. Und zack, zwei dahin. Und dann, ja. Sind wir hier richtig schön. Komm, du machst mal Patrouille hier. Okay, das. Do you need me? A little bit. Genau. Verfolgen. Angriff. Wow. Warte mal, kann man eigentlich mit Shift oder irgendwas? Ja, es geht doch. Tralalalala. Pumps. Und jetzt haben wir einen Kreislauf. Das wollte ich meinen. Richtige Patrouille jetzt. Jetzt habe ich wow. This was awesome. Tralalalala. Mal die andere Patrouille. Denke ich ja, guck mal. Da ein bisschen im Kreise laufen. Zu viele Wegpunkte, du willst sie verarschen, oder? Vor allem normalerweise. Achso, er läuft auch wieder rückwärts. Okay.
So, jetzt muss ich irgendwas anklicken, damit ich ihn loswerde. Das ist cool. So. Sollten wir aber langsam ein paar Ressourcen kriegen. Nahrung und Energie brauchen wir. Okay, das bedeutet Wohnen und Energieregenerator. Ja, wo packen wir den denn? Ja, hier irgendwo so, boom, in die Ballerei. Dann brauchen wir noch mehr Energie hier in der Richtung. Ich würde sagen, dahin und hier. Und die Richtung bauen wir auch mal schon mal aus. Hier unten ist der Wald, der ist ja ganz schön kalt. Ja, strategisch gesehen wäre hier diese Dings zu nehmen, wäre eigentlich gut, so wie hier drüben. Dass wir einfach ja, so dann rum und so machen. So, Nahrung bräuchten wir dann noch. Nahrung. So, hier drüben können wir bestimmt auch nochmal 14 Nahrung. 14 Nahrung. 10 Nahrung. Okay, so. 12, da sehe ich gar nicht. 11, okay. 11 Nahrung ist besser als nix. Ja, direkt ins Wasser ist dann schöner, ne? Kommt nur mal 11 Nahrung. Noch eine kleine Fischerei. Und eine Jagdhütte hier irgendwo. Neben das Sägewerk oder so in der Richtung. Und dann sollte es halbwegs schon mal wirtschaftlich fluktuieren. Oh, Öhrchenlübchen. Ist ja wieder belichtet, oder? Oh, ich weiß nicht. Ich mach mal kurz das Licht da drüben aus. Oh, komm gleich wieder. So. So, tralali, tralalo, schuppidumidu. Da sind wir wieder. Ja, jetzt siehst du mal, mit Tageslicht, das geht doch wunderbar. Also, überpowered ist. So, warte mal, du hast da knickt, ne? Ja. Eieiei. Es ist es. Muss sein, da ist ein bisschen Kopfweh. So, ne, schöne Werbung dran. Wir machen auch gleich weiter. Ich liebe es, wenn die Öhrchen jucken. So. Und so ein Spaß. Tada, sind wir. Wow. Kann mal jemand hier so. Ja, sonst. Ja, ich kann es nur dunkler machen, aber. Also dunkler. Dings, ja. Aber nicht in die Sonne gucken, das tut weh. Ja, dann wollen wir weitermachen hier. Ich brauche immer noch die Kaserne, ne? Und so. Was ist denn hier?
große Ballistik, was macht die denn? Oh, geil.